Recht herzlich willkommen zur 153. Folge von Avorion. Ja, wir sind auf der Suche im Prinzip jetzt nach einer vernünftigen Waffe, weil wir da doch etwas schwach noch unterwegs sind. Wir haben ja letztes Mal irgendwie nicht so ganz den Erfolg gehabt bei dem Kampf. Und da müssten wir jetzt mal schauen. Die beiden Waffen waren jetzt drin, glaube ich, ne? Aber mehr auch nicht. Hangar, okay, Fracht, Systeme. Das ist jetzt die Frage, ob wir da noch was zur Verstärkung hätten. Nicht wirklich. Was ist das? Transporter-Software. Ja, haben keinen Platz frei mehr. Das ist also alles schon mal drin. Ja. Hier haben wir bei den Ingenieuren Überschuss. Sonst ist aber auch alles okay, glaub. Und hier ist noch ein bisschen was mit der Steuerung nicht so optimal. Hier hätten wir ja Plätze frei. Allerdings sind die hier schon mit... wo ist denn der Slots einer? Und da auch Slots einer. Und hier sind natürlich leere Slots für unbewaffnete Geschütztürme. Gut, wir wollen aber gucken, dass wir noch was verbessern können, beziehungsweise besseres kriegen. Gucken wir mal gerade rein. Hier ist jetzt nichts, was wir... Schwerlastfrachter 2, Kriegsschiffe, Zerstörer, Handelsposten, Ressourcen, Depot und Reparaturdock. Das ist nicht das, was wir bräuchten, ne? Was ist gerade das obere, was weniger wird bei unserem Schiff? Oder wird es weniger? Ja, ne? Wird der obere Balken weniger? Nee, ne, oder? Glaub nicht. So, aber wir müssen schauen, dass wir gucken, wo wir hinkommen. Da war ja jetzt schon mal... Den sind wir im Krieg. Was haben wir hier? Eine Mission ist ein Notruf. Unbekannte Energiesignatur. Wir müssten jetzt eigentlich schauen, dass wir erstmal vielleicht nach da fliegen. Durch ein Tor. Nach Westen, das ist das Südosttor. Da oben ist dann wohl das Westtor, genau. Dann gehen wir mal auf diesen Kurs und schauen, ob wir da noch was waffentechnisch bekommen können. Wenn ich da jetzt gar nicht mehr so sicher bin, ob wir überhaupt waffentechnisch hier was bekommen bei den Leuten hier. Okay, durchs Tor sind wir schon mal. Der Isio-Konzern ist das hier. Okay, hier ist viel los. Schauen wir gerade in die Liste. Leiterfabriken, Raumjägerfabrik, Handelsposten. Raumjägerfabrik wäre schon interessant, ne? Oh, Mission fehlgeschlagen, befreie Sklaven, gab es da einen Timeout? Das ist natürlich nicht so dolle. Dann ist das jetzt durch. Okay, dann... brauchen wir da jetzt erstmal nicht weitermachen, wir sollten aber trotzdem schauen, dass wir unser Schiff stärker bewaffnen. Da hinten ist auf jeden Fall die Raumjägerfabrik. Das ist sie? Oder ist es nicht? Ne, das ist sie nicht. Da sind wir knapp vorbei, da oben ist sie. Das ist die Raumjägerfabrik, okay. Ja, wo docken wir denn an, ne? Das ist der nächste Port hier gerade.
Okay. Gucken wir, dass wir da mal dran kommen. Der ISIO-Konzern. Im Endeffekt sind wir hier in einem Bereich, der jetzt für uns auch nicht so spielentscheidend ist, ne? Docken. Crew-Jäger bauen. Ah, da sind wir wieder beim Thema. Wir dürfen keine Geschäfte mit denen machen. Alles klar. Das bedeutet, das war's hier. Dann mal auf die Karte geguckt. Hier unten waren die Bösen. Die Uize sind da und hier sind andere. Jetzt ist die Frage, ob wir da vielleicht Richtung Norden kommen und da die Uize wiederfinden. Ja, sieht auf jeden Fall in Richtung Osten sind die Uize. Da sind wir doch weggekommen, ne? Ja. Sehr interessant. Der ISIO-Konzern ist noch im Norden. Dann würde ich doch eher da dieses Tor in Richtung Osten wieder, na, oder wohl. Komm, zack. Wir können mal hier entspringen, weil. Ach so, es gab Updates. Hier, der Dingens ist überarbeitet worden. Der Hyperraumsprung. 10 Sekunden in einem befreundeten Sektor oder sowas. Und 30, wenn es ein leerer Sektor ist, dann dauert der Sprung 30 Sekunden, 10 Sekunden, wenn er leer ist. Und wenn er, sag schon, bevölkert ist, dann dauert der Sprung 30 Sekunden. Wenn ein Kampf ist, auch 30 Sekunden, maximal 120. Schadensmodell ist wohl geändert worden. Das kommt jetzt konkreter auch da mit Waffen zugange, welche das schafft und welche nicht. Und nächste war noch, dass die Gegner auch optimiert worden sind. Wenn man das so nennen kann mit optimieren, ne? So, jetzt sind wir hier in den Sektor gesprungen. Kein blassen Schimmer, wer hier zu Hause ist. Gucken wir mal gerade vielleicht. Der Isio-Konzern ist hier noch zu Hause, okay. Dann war das jetzt nicht so das Ding, wo ich gesagt hatte, das wäre für uns gut. So, Cooldown, wie ihr oben gerade gesehen habt, ist schon vorbei. Das Spiel soll dadurch schneller werden. Das Schiff passt noch nicht, aber jetzt gucken wir, ne? So. Ist da jetzt ein dicker, fetter Asteroid? Könnte ein bisschen so aussehen, ne, oder? Könnte aber auch täuschen. Der blaue ist so, ne? Ja, der blaue ist auf jeden Fall zum Einnehmen, der hier nicht, das ist ein normaler, oder? Wenn, dann würden wir das jetzt sehen. Gut. Okay, unser Bergbausystem sagt uns natürlich gerade, wo wir was abbauen können, ne? Wo es lukrativ ist. Will ich jetzt aber gerade nicht wissen, wirklich, sondern jetzt will ich gerade mal gucken, was hier sowieso los ist. Schiffswerft, Kriegsschiff und Schwerlastfrachter. Also nichts Interessantes. Ja, was machen wir jetzt? Springen wir mal dahin. Zeit ist schon durch, wir können sofort springen.
Also es ist noch schneller wie diese angegebenen 10 Sekunden, oder? Naja. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Bergbauschiff, schweres Bergbauschiff. Das ist jetzt nicht so der Bringer da, ne? Ist das da unten was? Nein, ne? Das war auch nix. Hier sehe ich jetzt auch nicht, was zum Dingens ist, sag schon. Zum Erobern ist und zu verkaufen. Auf jeden Fall ist das hier von der Uite. Dann haben wir da noch was, dann springen wir da doch mal hin. So, das haben wir und auf geht die Reise. Okay, wie sieht's hier aus? Ein Artefakt mit zwei Kratzern. Was haben wir hier? Eine Schiffswerft. Sonst nix. Bringt uns jetzt nicht wirklich was, ne, oder? Spring da ein. Und dann sind wir da auch weg. Irgendwie müssen wir jetzt aber mal was farben hier, ne? Glashersteller, Ölraffinerie, Fruchtfarm, Reisfarm, Kinderfarm, Ressourcendepot und Handelsdepot. Super. Also es ist schon nicht schlecht, ne? Aber nicht so das, was ich mir gerade vorgestellt habe, ne? Wer ist denn hier zu Hause überhaupt? Die Uize. Okay, dann sind wir schon mal wenigstens richtig. Das hatten wir schon geklärt. Dann gehen wir hier hin. Wenn das mit dem Sektorspringen jetzt so einfach ist, dann lohnt es ja zu springen, anstatt durch die Tore zu fahren, ne? Dann sind die Tore in dem Sinne abgewertet worden, ne? Rapadudok, Ressourcendepot, Handelsposten, Handelsposten und einige Tore. Bringt uns jetzt auch wieder nicht weiter. Komm, springen wir da hin. Einmal drehen und auf geht die Reise. Jetzt. So, was haben wir hier? Gaskollektor, Mineralienextraktor, Solarkraftwerk und Ressourcendepot. Das ist jetzt nicht wirklich das, was ich bräuchte, ne? Gibt es hier irgendwo einen Asteroiden, den wir bevölkern können und den Uizen dann vermachen können? Das ist auch keiner, ne? Ne. Vielleicht sollten wir mal was in unserem Schifflein umbauen, oder? Batterie-Upgrade. Haben wir da reichlich dran, ne? C43-Detektor entfernt steht da. Den haben wir noch nicht entfernt, den haben wir gerade reingebaut. Okay. Aber hier ist wohl nichts. Karte.
Und dann springen wir mal dahin. Schiff drehen. Sprung ist bereit und los geht's. Hier ist nichts, außer ein Wegpunkt. Das ist schade. Springen wir da hin. Schiff drehen und springen. Ah, jetzt ist unser Hyperraumantrieb mal unterwegs. Gut. Dann lädt er jetzt auf. Hier ist was. Das ist ein Ressourcendepot. Was haben wir hier noch? Handelsposten, Reparaturdock. Ist nichts Tolles, ne? Okay, der hatte dann noch eine Aufgabe, aber die machen wir jetzt nicht. Wo geht das Tor hin? Süd-Südost. Da sind wir im Endeffekt hergekommen. Haben wir hier noch einen Blip in diesem Bereich? Nein. Dann geht die Reise mal da ein. Was macht unser Antrieb dann dafür? Geht. Okay. Hier sieht es so aus. Die Weeds ist es hier. Nur Tore hier, ne? Drei an der Zahl und wir. Dann geht die Reise nach da. Dann springen wir in die Richtung. Weg sind wir. Okay. Schiffswerft, Kriegsschiff. Das ist die Schiffswerft. Und was hat die? Schiff bauen, schwarzes Brett, ja. Schiff bauen, das ist ja vielleicht nochmal interessant sozusagen, ne? Aber dafür brauchen wir einen Kommandanten, den haben wir ja gar nicht da, oder? Also bringt uns das erst gerade nichts. Hätten die denn einen Kommandanten da? Das ist die Frage, ne? Zwei Kapitäne sind hier sogar. Das würde ja bedeuten, aber hier steht gerade, die Beziehungsprobleme sind das, alles klar. Ah, da oben ist erstmal ein Zeichen, was sagt uns das? Wertvolles Objekt gefunden. Das ist da. Dann geht doch die Reise mal zum wertvollen Objekt, oder? Das ist dann so ein Asteroid, oder was? Ja. Den können wir einnehmen und den Noize verkaufen vielleicht. Und dadurch können wir die Beziehung verbessern. Okay. Näher ran. So. Jetzt crashen wir da gleich wahrscheinlich rein.
Na komm schon. Da ist es. Einnehmen. Und verkaufen an die Uize. So. Wir sind immer noch neutral mit denen. Das ist voll doof, ne? Hatten wir hier die Beziehung? Nein, das war in dem Bildschirm. Die UEZ, wo sind sie denn hier? Da, das Neutral, das dauert ewig, bis wir ins Plus kommen, oder was? Tribut bezahlen. Sieben, 3,2 Millionen. Könnten wir uns leisten, ne? Will ich aber nicht machen. Okay. Das bedeutet, gucken wir mal, wie es weitergeht. Da mal hinsteuern. Schiff drehen und sprengen. Gucken wir uns das an. So, hier gibt es nichts von Bedeutung. Altmetallhändler, Gaskollektor, Solar, Wassersammler, Ressourcen, Waffenfabrik, Zulieferer, Waffenfabrik. Ja, leider für uns noch nicht erreichbar, da wir hier keine Dingens haben. Sag schon, guten Beziehungen. Springen wir da ein. Hier gibt es auch nichts. Nächsten Koordinaten eingegeben. Schiff gedreht. Und Cooldown noch. Suche und Bergung. Mission. Nee, das war auch auf I die Mission, ne, oder? Da. Ah, kaufe 3 Bergbaujäger, okay, Notruf. Das ist jetzt die Frage, was da... Ist das die Aufgabe oder ist sie das? Minus 125, minus 161. Das sind alles hier welche jetzt, ne? Ich glaube, die war schon vorher da. Ich glaube, wir springen mal da hin und gucken, was da los ist. Aber um die Geschichte kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn wir das nächste Video hochladen. Und ja, sonst Kommentare herzlich willkommen. Schreibt was rein, können wir was machen. Falls ihr das Video teilt, wäre sehr schön für mich. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.